Also ich fasse die Session gute Umsätze auch ohne Non-Box mal zusammen. Uns hatte vor einem Jahr die Frage hergeführt, was verkaufen wir in Zukunft, weil wir einen ängstlichen Blick auf Absatzzahlen der Vergangenheit geworfen haben und dabei festgestellt haben, dass immer weniger Kunden in die Buchhandlung den Weg in die Buchhandlung führen und dass gerade der Absatz bei Artikeln sehr zurückgeht. Und da haben wir gedacht, was gibt es an neuen, attraktiven Titeln, die man im Sortiment gut verkaufen kann. Und eigentlich wollten wir Non-Book-Tipps irgendwie so aus dem Plenum hören. Da kamen einige ganz gute Vorschläge. Wir haben einige Dinge auch umgesetzt. Ich sage da mal Moleskine, Leuchtturm, Paperblank, und Semikolon. Bei uns ist in der Stadt eine Bürgerbefragung gemacht worden, weil ein Stadtentwicklungskonzept erstellt werden sollte und da hat man die Bürger sehr genau zum Einkaufsverhalten befragt. Diese Untersuchung haben wir uns sehr genau angeguckt und haben wahrgenommen, dass für die Kunden an allererster Stelle die Auswahl von sehr großer Bedeutung ist und insofern haben wir uns dann vorgenommen, den Kunden die bestmögliche Auswahl zu bieten. In dieser Zeit bekamen wir einen Anruf von Libri, die Testteilnehmer für ein Pilotprojekt suchten, was Regalmanager heißt. Das haben wir dann ganz gerne ausprobiert. Dieses Pilotprojekt Regalmanager impliziert, dass Libri einen Algorithmus einsetzt, der Vorschläge macht für die Titel, die eine Buchhandlung dann am Lager haben soll. Wir haben uns zwei Warengruppen ausgesucht, mit denen wir das angetestet haben. Eine Warengruppe, wo wir sehr schlechte Zahlen hatten und eine Warengruppe, die sehr gut lief. Und zu unserer großen Überraschung haben sich in beiden Fällen die Zahlen deutlich verbessert, sodass wir dann dazu übergegangen sind, dieses Modul Regalmanager auch für andere Warengruppen einzusetzen. Gleichzeitig haben wir auch Anstrengungen unternommen, die Online-Aktivitäten auszuweiten. Neben dem Verkauf über die eigene Homepage haben wir erste Gehversuche unternommen, zum Beispiel als Marketplace-Händler auf Amazon oder als Verkäufer bei eBay tätig zu werden und haben sehr schnell gemerkt, dass wir viele Produkte auch vom Lager verkaufen konnten. Also, dass sich die bestmögliche Sortierung am Lager auch eben online auszahlt oder gar Kunden sogar ins Geschäft geführt hat, weil sie die Produkte auf den anderen Webseiten gesehen haben und sich die nun vor Ort angucken wollten. Ja, aus dem Plenum gab es einige Fragen zum genaueren Ablauf, zu Zahlen. Ich habe große verwunderte Augen und ein klein wenig offene Münder gesehen. Ja, insofern, mir hat die Session viel Spaß gemacht und nehme ein gutes Feedback mit nach Hause.